So, willkommen zur fünften Folge und damit erstmal letzte Folge für dieses Special. Carpenter Mitas Let's Play Cut gedünst. So. Okay. Wir brauchen Holz. Gleich mal den nächsten Baum pflanzen. Jetzt haben wir gleich wieder drei Bäume abgeschlagen, haben wir gleich wieder, kann man gleich wieder genug Holz, um es mit dem Dach weiter zu machen. Oh, wir haben sogar vier Bäume. Passt doch. Alles easy. Ist zwar hier mit dem Steinwerkzeug immer ein bisschen mühselig, weil es immer so lange dauert, aber gut. Ich meine, es gibt so ein echt Schlimmeres und dadurch, dass wir immer nur so viel Holz abbauen, wie wir gerade sowieso da haben, ist auch ein bisschen Abwechslung drinne. Mal bauen wir Holz ab, mal bauen wir das Holz an. von daher geht das tatsächlich sogar. Und ich meine, ganz ehrlich, im Echten würde es sogar noch länger dauern. Also, kann man sich da eigentlich quasi gar nicht beschweren. Ja. Ich meine, mit echten Steinwerkzeug würde man sogar noch wesentlich länger brauchen. Na gut, wobei es nochmal drauf ankommt, was für ein Gestein das ist. Ich meine, oh, hat genau gereicht. Digga, was geht? Ich meine jetzt, wenn man jetzt ein... Ja, ein sehr hartes Gestein hat, Vulkangestein zum Beispiel, dann kann man damit durchaus mal so ein Werkzeug bauen, womit man auch so einen Baum relativ schnell in die Knie gezwungen bekommt. Aber ich meine jetzt, wenn man jetzt so einen normalen Gestein hat, wie er jetzt überall am Strand zu finden ist, also so ein ganz normalen Gestein, dann braucht man damit schon ein bisschen, bis man damit so einen Holzbaum nieder hat. Reicht. Okay, oh, ein Wildschwein. Komm her! Ach, Glück gehabt, das schon fällt jetzt rein. Wäre zwar jetzt nicht so schlimm gewesen, aber hätte unnötig lange gedauert. Wisst ihr, was noch ganz wichtig ist? Habe ich noch komplett vergessen. Wenn wir schon mal hier ein Haus bauen, dann sollten wir auch unseren Homepunkt hier setzen. Ha! Easy. Home set. Hau ab, Mädel. Ich will hier bauen. Oder ich muss hier dich töten. Nein! Was hast du getan, Ronny? Warum tust du sowas? Yay, wir sind einfach drum herum. Geilo Mato. Kranke Scheiße. So, jetzt brauchen wir also bloß noch Gestein. Was soll denn fürs Dach verwenden? Und da, wie gesagt, wäre jetzt die Frage, was für Stein wir uns da holen. Ob wir Sandstein nehmen, das rote, oder ob wir da was anderes benutzen. Ich guck mal ganz kurz rein. Was haben wir denn hier für Alternativen? Ja, sowas könnten wir auch tatsächlich mal wieder benutzen. Das Problem ist nur Lehm. Ich weiß nicht, ob wir hier welches vorrätig haben. Da müssten wir auch erstmal suchen. Vor allem das Problem ist halt immer bei dem Lehm. Da haben wir welches zum Beispiel.
Das Problem bei dem Lehm ist, wir brauchen relativ viel und vor allen Dingen, es hat halt so eine scheiß hässliche Textur. Na? Da. Das passt einfach nicht. Ich meine, wir haben hier relativ dunklen Hintergrund, wegen den Bäumen hier. Da könnte man sowas vielleicht mal wieder probieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Nee, komm, wir gehen mal lieber auf der Suche nach einer richtigen Wüste. Dann holen wir uns diesen roten Sandstone. Dann passt das Ganze schon. Die Sache ist nur, dann bräuchten wir jetzt tatsächlich erstmalig einen kleinen Vorrat an Essen. Das heißt, wir werden uns dann hier die ganzen Bäume abschlagen, die ganzen Äpfel abschlagen. Vorher werden wir uns aber auf jeden Fall erstmal den ganzen Schund dann hier in den Ofen tun, den wir noch gar nicht gebaut haben, fällt mir gerade auf. Ofen. So, haben wir einen schicken Ofen. Den packen wir uns einfach mal hier so hin. Ja. Dann können wir da jetzt, wie angekündigt, das hier als Brennmaterial missbrauchen und dann schmeißen wir einfach das mal da rein. So, hä? So. Bam. Easy. Ja. Eisen bekommt irgendwie gar nicht. Heißt, also mit Eisen sieht es tatsächlich scheiße aus. Gut, können wir noch was in den Ofen schmeißen? Nein. Ja, Brote mache ich nicht. Ganz ehrlich, Brote ist ein bisschen. Lassen wir uns Zeit. Rennt uns ja nicht weg. So, haben wir hier schon mal ein bisschen Fleisch. Was rennt hier gerade rum? Obwohl ich gerade dabei bin, kann ich haben. Hallo, Tiere? Nein. Oh. Mein Ofen hat Leerlauf. Der kriegt höchstens Auslauf. So, okay. Haben wir noch einen Block übrig? Reserve? Man kann ja nicht wissen. So, dann haben wir nämlich tatsächlich endlich mal ein bisschen Vorrat, wie ich ja bereits gesagt hatte, dass es dafür ganz praktisch ist, ein bisschen Fleischvorrat zu haben. Heißt also, wir werden uns auf unserer Wanderung vornehmlich natürlich von Äpfeln ernähren, die wir auf dem Weg finden. Wenn uns die aber tatsächlich irgendwann ausgehen sollten, weil ich werde ein bisschen sprinten, oder ich werde die ganze Zeit sprinten wahrscheinlich, dann haben wir, wie gesagt, immer noch als Backbone ein bisschen Fleisch. Das ist ganz easy, ganz praktisch, ganz geil. So, Kohle, sollten wir die mitnehmen? Ja, doch, komm, ich nehme mal. Aber ich werde ein bisschen vielleicht hier lassen. So, easy. Okay, heißt also, ich schmeiß erstmal alles, was wir absolut nicht brauchen, rein. Die Stöcke nehme ich komplett mit. Kohle auch. Und das Holz. Eigentlich brauchen wir so viel Holz gar nicht. Nee, komm, lass ich mal hier. Die Samen lassen wir auch alle komplett hier. Die brauchen wir unterwegs gar nicht. Das auch nicht. Knochen auch nicht. Schippe auch nicht. Wir brauchen höchstens eine Axt. Das heißt also, wir brauchen auf jeden Fall Gestein, um uns extra zu bauen. Dann nehme ich das also mal mit. Und das reicht dann auch schon. Bitte zugehen. Danke. Okay. Damit wieder in die Frage, in welche Richtung gehen wir? Achso, erstmal noch Äpfel abschlagen hier, ne? Wollten wir ja. Damit unserem Glück nichts im Wege steht. Ach Mann, Alter. Oh, Leco mio. Oh, ich hau dich gleich, bis du blutest. Boah, Alter. Ich komme sowieso an euch alle ran. Braucht ihr gar nicht erst versuchen hier, mich so lange zu ärgern, bis ich von euch ablasse. Das funktioniert so nicht. Ah, seht ihr, das ist das, was ich meine. Äpfelbäume sind echt geil. Vor allem jetzt, wo die Äpfel nachwachsen, da hast du echt immer einen Vorrat. Vor allem das Witzige ist, die Äpfel wachsen immer an den gleichen Stellen nach. Das heißt also, man weiß genau, wo man suchen muss und wie man rankommt. Ja, ist ganz geil.
Okay, nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, wir laufen jetzt mal einfach los. In die Richtung im Dschungel. Wir laufen also mal genau in die andere Richtung. Da hinten haben wir noch nicht. Dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Wie gesagt, mit Sprinten. Wegen Wald bietet sich an. Und wenn wir unterwegs Äpfel finden, werden die mal schon aufgesammelt. Weil Sprinten verbraucht extrem viele Ressourcen. Wow. Klar, Ronny, renn erstmal in so Kack-Wald-Dings da rein. Und wenn wir ganz viel Glück haben, wenn wir wirklich ganz viel Glück haben, dann finden wir unterwegs sogar noch Büsche. Das ist ja direkt. Ah, ne, es ist kein Wald. Schade, dachte schon, das ist Wald. Ah, da hinten ist Wald. Was ist denn mit Wald? Ich meine natürlich Wüste. Da, komm. So, wir müssen natürlich wieder versuchen, wie gesagt, so ungefähr in eine Richtung zu laufen, damit wir uns hier nicht zu sehr verlaufen. Oh, Alter! War da gerade Eisen? Nein, nicht Versand. War dort. Oh, ich dachte gerade schon, da war Eisen. Okay, also der Wald hier mag uns schon mal nicht. Oh, noch eine Höhle. Ist hier Eisen? Rein zufällig? Achso, ist genau die gleiche Höhle. Wie die, wo wir gerade drin waren. Ich mache mal kurz einen kleinen Abstecher hier rein. Mal gucken, ob es hier Mineralien gibt, die sich zu holen lohnt. Aber wahrscheinlich eher nicht so. Nee, hier ist absolut gar nichts. Ach, leg mich doch. Ne. Da laufe ich jetzt nicht rein. Wir wollen ja schließlich Gestein holen für unser Dachgeschoss. Eigentlich wollte ich nur Dach sagen, aber da hätte ich dann ein anderes Pronomen nehmen müssen. Habt ihr mein Sprachmodul mal wieder schön verkackt hier. So. Jetzt haben wir gleich wieder Äpfel. Oh, Alter, komm jetzt, ey. Boah, Alter. Ist das hier aber mega. Ist das aber hier. Komm jetzt, ruf da. Boah, Alter, ey. Das ist ja, kriegst du ja Plack auf den Pimmel, Alter. Laufen wir in die richtige Richtung? Ja, wir müssen nach rechts, genau. Also laufen wir in die richtige Richtung. Hier den Berg rauf und dann hoffentlich hat der Berg auch mal ein Ende. Ich würde es schön finden, wenn wir hier nicht gleich bis in den Himmel laufen. Ich wollte jetzt Gott keinen Besuch abstatten. Wobei, je nach Überlieferung ist ja Gott gar nicht im Himmel, sondern Gott ist ja überall. Wenn man zum Beispiel dem Jetzt blöd? Hier, den Muslimen Glauben schenkt zum Beispiel. Dann ist ja Gott, wie gesagt, überall. Ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer das überhaupt war mit dem, dass Gott im Himmel ist. Ob das einfach nur so Kinderversion ist oder ob das der Christentum war, wo Gott im Himmel ist. Ich hab keine Ahnung. Oh Leute. Ach, leck mich doch. Arschloch hier. Aus jetzt hier. Verfuckter Kack. Arschkacke. Boah, da kriegst du ja Plack auf den Pimmel. Hab ich schon gesagt, ne? Aus hier. Aus, Ende, finito, Feierabend. Richtige Richtung? Ja, richtige Richtung. Ah. Meine Güte hier. Berge raufklettern ist ja teilweise schon echte Kunst für fortgeschrittene Verzweifler. Na, ich konnte gleich essen. Yay, yeah, wir sind auf der Spitze vom Berg. Woo! Der ist den gesamten Weg runter. Och nee, hier ist ja alles nur Grünzeug. Ah. Gut, wir lassen mal kurz die Welt ein bisschen aufbauen. Mal gucken, wo uns das bringt. Ob wir hier schon dann gleich mal ein bisschen Wald sehen. Also die Richtung scheint erstmal nur Gras zu sein. Die Richtung, da scheint Wald zu sein. Also ist es tatsächlich sogar fast noch unwahrscheinlicher, dass das ankommt.
Dann werden wir uns also erstmal vornehmlich in die Richtung bewegen. Das wäre wahrscheinlich ganz easy. Weil, zur Erinnerung, wie gesagt, die Map basiert ja auf Temperatur- und Wasserregion. Heißt also, wenn die Map erstellt wird, also wenn die Map generiert wird von dem Map-Generator, dann erstellt der erstmal nur aufgrund von 2D-Rausch, also dieses 2D-Noise, also ist eine mathematische Funktion, braucht euch nicht weiter interessieren, erstellt sich erstmal das Gelände als solches mit Bergen und Tälern und Hügeln und sowas alles. So. Und über diese Struktur legt sie dann eine zweite Struktur, also quasi eine zweite Map, wo dann auch wieder mittels 2D-Noise die Feuchtigkeit der Region berechnet wird, also bestimmt wird. Und dann noch eine Map, worüber die Wärme, also die Temperatur bestimmt wird. So, das heißt also, jeder Block hat eine Höhe, also hier ist ja sowieso Baum, aber der Block hier zum Beispiel hat eine Höhe, aufgrund dessen sieht man ja verschiedene Höhen, da ist es höher, da ist es tiefer und so weiter und so fort. Klar. Heißt also, jeder Block hat eine Höhe, eine Temperatur und eine Feuchtigkeit. So, aufgrund der Höhe wird halt die Höhe bestimmt, klar. Und aufgrund der Temperatur und der Feuchtigkeit wird dann das Biom bestimmt. Und bei gemäßigter Temperatur und viel Feuchtigkeit, also mittelmäßig viel Feuchtigkeit zum Beispiel, hat man halt Waldregion. Heißt also, hier hinter ist sehr feuchtes Gebiet. Hier ist nicht mehr ganz so feuchtes Gebiet und dementsprechend ist sehr wahrscheinlich, dass da hinten irgendwo Wüste kommt. Und so kann man sich so mit hoher Wahrscheinlichkeit in Gebiete vorarbeiten, die man sucht. Heißt also zum Beispiel, wenn man jetzt tropisches Wetter sucht, dann muss man dahin, wo noch mehr Feuchtigkeit ist. Heißt also, man müsste in Richtung des Waldes laufen. Weil dahinter ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man da auf ja, tropisches Klima drauf zutrifft. Wollen wir aber nicht, wir wollen genau das Gegenteil, wir wollen die Wüste. Also müssen wir in die Richtung laufen. So, und ich sagte, ich sprinte. Macht sich nur gerade ein bisschen Kacke, wie den ganzen Hügeln. Alter Mann, ey. Super, da komme ich nicht rauf. Ich muss also dran vorbeilaufen. Die fallen. Wow, wow, wow. Wow, wow. Okay, ich kann ein bisschen sprinten wieder. Ah, da vorne kommt schon Sand, aber das ist eher Strand. Das ist nicht das, was ich erhofft hatte. Fuck. Warum muss man jetzt ausgerechnet das Wasser einen Strich durch die Rechnung machen? Gut, wir bewegen uns mal in die Richtung hier. Da ist zwar eher das wärmere Gebiet. Das feuchtere Gebiet. Ja, doch, hier ist alles Wald. Grünzeug. Da hinten, wie gesagt, ist ja der Wald. Ich glaube, mal hier werde ich wirklich nicht glücklich. Ah, nee. Ja, wie gesagt, da hinten kommt Wald. Also ist da wahrscheinlich nichts. Gut, dann bewegen wir uns mal genau in die andere Richtung. Also in die Richtung da. Mal gucken, was da kommt. Ja! Seht ihr? Meine Berechnung war komplett korrekto. Wüste. Geilo, Mato. Also Berechnung sowieso nicht, aber meine Vermutung. Komm, wir sprinten einfach mal das Wert durchs Wasser. Yay. Yay. Und vor allen Dingen gleich eine rote Wüste. Wir haben also genau das, was wir suchen. Ist das geil. Okay. Wir haben alles, was wir brauchen, direkt vor unserer Nase. Dann würde ich mal sagen, wir holen uns mal ein paar Spitzhacken. Ach komm hier. So. Komm jetzt her. Ach, leck mich. So. Hallo Server? Ja, jetzt hat ich mal ja der Sand. Ich mache jetzt mal den ganzen Sand hier weg. Der geht mir gerade hart auf den Sack. Oh, dann wäre auch
Nee, das ist keine Wüste, das ist Tundra. Oder wie das heißt. Okay. So, wir müssen mal gucken, wie viel Stein brauchen wir überhaupt. Also, wir haben eine Dachfläche von... Ich rechne jetzt mal, also wir haben 4 Sektoren. Jeder Sektor hat 8x8 Felder. Ne, 6x6. Also Dach ist aber größer. Heißt also, ich rechne einfach mal mit 40 mal 10. Heißt also, wir brauchen 400 Treppen. Heißt also, wir brauchen 300 von den Dingern, da man, also aus diesen Blöcken kriegt man diese Treppenstufe in einem Faktor von 4 zu 3. 3 zu 4. Heißt also, 4 Blöcke hiervon ergeben... 3 Blöcke hiervon ergeben 4 Treppenstufen. Heißt also, um 400 Treppenstufen zu bekommen, braucht man hiervon 300 Blöcke. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Erste Spitzhacke ist durch. Ich wünschte echt so sehr, wir hätten schon Eisen. Hätten wir hier mal eine ordentliche Spitzhacke. Wie gesagt, an sich Stein geht ja, aber wenn man hier so eine große Menge abbaut und einfach nur stupide abbauen muss, dann dauert das halt mit dem Steinwerkzeug halt wirklich einfach gefühlt ewig. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal 100 Steine. Wir brauchen 300. Da ist es ein bisschen heftig. Vor allem geil, dass wir gleich so schnell eine Wüste gefunden haben. So, graben wir uns mal hier noch weiter den Boden vor. Nein, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte nur den Sand abbauen, damit es nicht ganz so unnatürlich wirkt, sondern in der Folge auch wird er sowieso unnatürlich, aber. Ihr wisst, was ich meine. Oh, die ist auch gleich wieder tot. Nein. Shit, Digga, jetzt habe ich einen scheiß Kölle gegessen. Wieso ist denn die da oben? Die soll da unten hin. Mann, ey. Das war jetzt mal eine Verschwendung, Alter. Boah, ey, da könnte ich mich direkt in den Arsch beißen, wenn ich so gelenkig wäre. Siehst du, ich weiß gerade gar nicht, was brauchen wir überhaupt nochmal für dieses Place-Tool? Nein, das da. Ach, da brauchen wir auch nur Küsten. Okay, gut, dann war alles. Gut, ich würde mal sagen, wir haben jetzt gut die Hälfte von dem, was wir brauchen. Dann reicht das auch erstmal. Dann gehen wir mal direkt wieder zurück nach Hause. Ich werde nicht runtergehen hier. So. Ach komm, leg mich. Easy. Okay. Oh. Schau mal an. Wir werden bereits erwartet. Okay. So.
Gut, dann wollen wir mal. Wir brauchen als allererstes ein Replacement Tool. Das heißt, wir brauchen Holz. Aus dem Holz bauen wir jetzt uns zwei Kisten. Ja, das ging ja super. So, eine da und jetzt vor hier ein Stock. Genau, perfekt. So, und jetzt brauchen wir genau die Steine. Das heißt also, du noch da? Ne. Du noch da? Du noch da? Du noch da? Du noch da? Na, du noch da. So. Ach komm. Hä? Oh. Allzu viel haben wir gar nicht mehr. Na, Bullshit. Na komm. Wow. Weg damit. So, dann haben wir jetzt etwas mehr als 300 Blöcke. Etwas mehr als 200 Blöcke. Ja, das dürfte fürs Dach nicht ganz reichen, aber egal. Oh fuck! Och nein, wir brauchen ja noch diese komischen Mitteldinger, ne? Na gut, dann können wir die Schräge hier erstmal nicht machen. Da brauchen wir dann später noch ein bisschen Zusatzmaterial. Digga, wie viele Äpfel hier dran hängen. Boah, Alter. Die pflücken wir erstmal alle. Warum so viele? Was ist hier passiert, als wir weg waren? Kam hier eine Befruchtungsarmada oder was? So, die ganze Bäume lassen wir jetzt erstmal. Wir haben erstmal genug Holz. Ja, wir brauchen. Wir müssen erstmal rauf. Wir müssen erstmal hoch. Ha, siehst du, war doch gut, dass wir den Baum gelassen haben. Haben wir einen schicken Aufstieg. Ha! Lol, okay. So, du kommst nach. Fuck. Da. Und jetzt können wir das Replacement Tool benutzen. Wie war das? Kriechen und. You have not. Achso, Rechtsklick. Ah, geht doch. So, das können wir jetzt. Ach so, mit Rechtsklick. War ja klar. Ranbauen. Wie kommt er drauf? So. Sehr schön. Geil, Omato. Oh nein. Oh Gott, I hate you so much to eat your fucking babies. Ja, komm. Danke. So. Nein. Das da, bitte. Ja, mit dem Replacement-Tool geht es gleich viel einfacher als auf diesen verkackten. Ja, schauen wir hier von dieser verkackten Leute. Projektionfrei, da hast du wirklich keine Hürden. Ist natürlich nicht ernst gemeint, ja, also bitte. Ich meine ganz ehrlich, Projektionfrei kann er nicht dafür, dass das so beschissen ist. Oh Gott. Nee, Spaß. Beiseite. So, hier kommt ein Bretter hin, dann kommt auf die Höhe hier ein Fenster, was denn zwei hoch ist, oder? Macht das Sinn? Macht die Fenster überhaupt Sinn? Nee, ne? Gut, wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal das Ding hier. Da kommst du wieder weg und... Hä? Doch, so richtig, genau. Da kommst jetzt du drauf. Easy. So, aber hier ist noch... Genau, das muss doch weg. Und das lasse ich erstmal an der Stelle offen. Mal gucken, was wir da später dann hinbauen. Wie wir das Fenster gestalten. Wobei, doch, ich mach schon mal zu. So, das Fenster sieht besser aus. So. Boah, im Hintergrund. Läuft wieder guter Metal. Ja, wie gesagt, für die, die es noch nicht wissen, ich persönlich höre halt am allerliebsten Vocaloid-Musik. Also hier Vocaloids. Also Hatsune Miku zum Beispiel oder Rin, Len und wie die alle heißen. Und da habe ich halt, wie gesagt, eine Playlist jetzt gerade im Hintergrund laufen. Die geht einfach mal. Jetzt muss ich lügen. Entweder fast 2000 oder fast 3000 Stunden. Ja. Braucht auch die gesamte Festplatte. Also da ist eine 50 GB Festplatte drin. Also als externe Festplatte habe ich die angeschlossen. Ist ein kleiner Media-Rechner. Seht ihr ja auch, ist
quasi der Rechner, der praktisch immer im Hintergrund zu sehen ist, der die Diashow macht. Das ist quasi nicht nur ein Diashow-Rechner, sondern das ist auch mein Media-Rechner, der die Musik abspielt, die man vielleicht im Hintergrund hört. Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, da ist halt eine externe Festplatte angeschlossen, 500 GB, und die ist halt komplett voll mit Vocaloid-Musik. Vocaloids, keine Ahnung. Und da läuft gerade, für den Fall, dass ihr es nicht hört, ein richtig geiles Metal-Lied. Wo praktisch so die Hauptstimme ist, so ein normaler Metal-Musikant, sag ich jetzt mal. Metal-Leute. Und dann tauchen aber so ab und zu so Vocals auf von Hatsune Miku. Ist echt voll geil. Und vor allen Dingen, dass ich Vocaloid-Fan bin, regt auch schon wieder Gerüchte an. Ich war nämlich letztens auf diesem Ilfusel-Server, also IFS, auf dem Server. So, das Dach hier macht das... Doch, das, genau, das Dach ist noch richtig. Bei dem anderen Dach wird es dann schwer. Und ja, da heißt eine... Also, da auf dem Server ist eine Spielerin, die heißt Hatsune Miku. Und als ich dann gesagt habe, dass ich Vocaloid-Fan bin, kam dann gleich mit: Oh Gott, bist du ihr Vater und habt ihr schon Kinder und wie macht ihr das denn? Kennt ihr euch privat und das und das und das und das? Und mir so dachte: Leute, ey, hallo? Nur weil da eine ist, die Vocaloid heißt, der Hatsune Miku heißt, heißt das noch lange nicht, dass das die ist, die ich persönlich feier. So, Seite Nummer 1 vom Dach haben wir fertig. Dann können wir jetzt noch mal hier ein bisschen Zeug abernten. So, und dann würde ich mal sagen, was ist auch für die Aufnahme jetzt. Und dann sehen wir uns dann zu dem normalen MyTest Let's Play wieder. Und ja, wie gesagt, bei dem Let's Play müssen wir mal gucken. Ich meine, projektürenfrei werde ich wahrscheinlich definitiv nicht fortsetzen, einfach weil der Server halt noch zu unfertig ist. Bis da was Brauchbares läuft, dauert das noch. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, sollen wir unser Let's Play, was ich immer alle zwei Wochen aufnehme, das Vanilla Let's Play, Alter, hallo? Durch das hier ersetzen, oder wollt ihr lieber das normale Let's Play haben? Könnt ihr dann gerne mal irgendwie verlautbaren, entweder im Forum oder in den Kommentaren oder whatever. Ist mir sowas von egal, Hauptsache irgendwo, wo ich das lesen kann. Digga, ich mach nächstes Mal die Musik erstmal aus, bevor ich hier Let's Play aufnehme. Da kommt ja direkt ins Tanzen. So. Tja, also langsam wird hier unsere kleine Farm. Wir brauchen 480 Baumwolle. Ich glaube, da kommen wir bald mal ran. So. So sieht unser Haus schon mal von der ersten Seite aus. Also da kommt natürlich noch Gitter rein. Kennt ihr ja. Aber, ich mach mal ganz kurz die Tür zu. So ungefähr würde das Haus dann aussehen. Ja. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Geil. Okay, gut, wie gesagt, damit war's das denn erstmal. Eigentlich könnte ich so für private Zwecke mal so, wollen wir das kurz? So, nee, ich mach mal lieber, halt. So hier. Könnte ich ja mal einen kleinen Screenshot aufnehmen. So. Kann ich gleich mal einen Beitrag im Forum stellen für den Server hier. Und weiß ja nicht warum. Ja. Okay. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V. Und dann sieht man sich zu dem nächsten Let's Play denn dann wieder.